Ostern, das Fest der Lebensfreude, das Fest der Hoffnung, ein Tag der Gewissheit, das, was ist, ist nicht alles. Jesus lebt. Schön, dass Sie heute Morgen wieder dabei sind, dass Sie hier sind, um die Osterbotschaft zu hören, so wie sie uns Lukas überliefert. Im 24. Kapitel heißt es dort: Der Sabbat war vorüber, gleich als der Morgen dämmerte, gingen die Frauen zum Grab. Sie brachten die wohlriechenden Öle mit, die sie vorbereitet hatten. Da entdeckten sie, dass der Stein vom Grab weggerollt war. Sie gingen in die Grabkammer. Doch sie konnten den Leichnam von Jesus, dem Herrn, nicht finden. Dann, während sie noch überlegten, was sie von all dem halten sollten, siehe doch, da traten zwei Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und hielten ihren Blick gesenkt. Die beiden Männer sagten zu ihnen: Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Gott hat ihn auferweckt vom Tod. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss ausgeliefert werden in die Hände der Menschen, die voller Schuld sind. Er muss am Kreuz sterben, aber am dritten Tag wird er vom Tod auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an das, was Jesus gesagt hatte. Die Frauen kehrten vom Grab zurück und berichteten alles den 11 Jüngern und den anderen Anwesenden. Es waren Maria aus Magdala, Johanna, Maria, die Mutter des Jakobus, und noch andere, die zu ihnen gehörten. Die Frauen erzählten den Aposteln, was sie erlebt hatten. Die Apostel hielten ihren Bericht für reine Erfindung und glaubten ihnen nicht. Aber Petrus stand auf und lief zum Grab. Er schaute hinein, er sah aber nur die Leinenbinden. So ging er wieder zurück und fragte sich, was da wohl geschehen war. Es gab vor ein paar Tagen im Netz auf web.de einen Artikel, der sich mit dem Konflikt von Religionsfreiheit und Pandemiebekämpfung beschäftigte. Sachlich und klar wurde dort aufgezeigt, warum die Religionsgemeinschaften sich zur Ausübung ihres Glaubens treffen dürfen, auch wenn dies anderen Institutionen, Gruppen und Vereinen momentan untersagt ist. Dass man darüber streiten kann und ich denke heute auch dringend muss, das steht außer Frage. Denn die Pandemie hat gezeigt, dass hier eine deutliche Schieflage besteht. Wir leben nicht mehr in einer Welt, in der nur die Religionen das Leben der Menschen bestimmen. Und sie hat nicht erst seit einem Jahr eine Welt eingeholt, in der der Mensch frei bestimmt, wo er seine Seelen- und Geisteserbauung erfindet. So gibt es mehr und mehr Menschen, die sich um überlieferten Glauben welcher Art auch immer nicht scheren und ihren eigenen Weg suchen, eben in den Anregungen der Kunst und der Kultur, beim Sport oder anderswo. Das können wir 2021 nicht einfach mehr wegwischen. Sonst wirft man den Religionen nicht zu Unrecht Realitätsverlust und Hochmut vor. Wie sehr diese Schieflage empfunden wird, zeigt sich in den Kommentaren, die man natürlich unter diesem Artikel veröffentlichen konnte. Ich fand das erschreckend, dass sich nur sehr wenige fanden, die diese Regelung unseres Grundgesetzes befürworteten. Denn weit über 3/4 waren nicht mal ansatzweise bereit, der sachlichen Argumentation des Artikels eine ebenso sachliche Kritik entgegenzusetzen. Nicht weniger gingen sich in ätzender Häme, oft kombiniert mit Halbwissen und Falschaussagen. Donald Trump hätte seine Freude. Manches zu lesen hat einfach wehgetan. Denn was wir tun, ist nichts Unrechtes, ist nichts Falsches. Wird aber von vielen überhaupt nicht mehr verstanden. Oft unter ständigem Hervorzerren von alten Geschichten, in denen wir uns als Kirche bekannterweise nicht mit Ruhm bekleckert haben. Ich möchte trotzdem gern wissen, wann der Punkt war,
an dem die Kommentatoren aufgehört haben, uns zuzuhören? Oder waren es die Kirchen, die zu selbstverständlich davon ausgingen, dass sich nichts ändern muss? Haben wir so einander verloren? Bei Kommentar 199 wurde die Diskussion von der Seite beendet. Es war zu weit unter der Gürtellinie gelandet. Eines haben mir die Kommentare aber nochmals sehr deutlich gezeigt. Wir brauchen uns nicht zu wundern, dass Kirche heute ist, wie sie ist. Wir brauchen uns nicht zu wundern, dass wir zwar noch Gemeindeglieder haben, aber oft gar keine Gemeinde mehr. Ich glaube, wir sind viel zu lange blind herumgelaufen in dem Glauben, dass Glaube ein Selbstläufer ist. Was früher gut war, muss auch heute noch reichen. Wir sehen Land auf, Land ab. Nein, das tut es nicht. Die Wirklichkeit des gemeindlichen Alltags zeigt sich immer deutlicher. Und wenn schon engagierte Menschen wie die Frauen, die in der katholischen Kirche das Netzwerk Maria 2.0 gegründet haben, die Kirche verlassen wollen, weil sie einfach nicht vorankommen, dann müssen wir uns eigentlich über nichts mehr wundern. Aber vielleicht mal wach werden. Doch selbst die Ostererzählung des Lukas zeigt, wie schwierig das ist. Denn in der Art und Weise, wie Lukas dieses Erlebnis berichtet, sieht man, dass selbst jene, die Jesus seit Jahren kannten, ihm die Gefolgschaft versagen, wenn er tut, was er angekündigt hat, nach 3 Tagen aus dem Grab aufzustehen. Seltsam nur, dass einfache Hirten, die Jesus gar nicht kannten, an Weihnachten der Botschaft von der Geburt des Gottessohnes sofort glaubten und sie weiter sagten, obwohl es nur ein Engel war, der zu ihnen sprach und nicht 2 wie hier bei den Frauen. Doch die Jünger, sie schweigen. Nur einer steht neugierig auf, schaut noch mal hin, aber versteht es auch nicht. Die am Karfreitag festgestellte Distanz ist auch hier zu merken. Verkehrte Welt am Ostertag. Aber das ist Ostern. Es ist der Tag der sich verkehrenden Welt. Wo ein Grab gerade über einem Toten geschlossen wurde, ist dies nun offen und der Tote geht als der Lebende einher. Nicht mal Ausgangssperren in Pandemiezeiten können das verhindern. Es ist ein Tag des Umsturzes und der Neuorientierung. Nicht mehr nur der Blick von einer Grenze zur nächsten bestimmt den Menschen, der glaubt. Nicht mehr nur die Bindung in den Rahmen von Geburt und Tod macht uns aus, sondern allein der Rahmen des Lebens aus Gott und in ihm. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Das Leben müssen wir nicht auf den Friedhöfen suchen, sie sind nur Orte des Gestern. Ostern weist uns nach vorn. Und das sind Christen per se. Menschen, die nach vorn schauen. Menschen, die in die Zukunft blicken. Menschen, die wissen, mein Weg geht weiter mit der Erfahrung dessen, was war, in der Neugier auf das, was unser Gott noch geben kann. Ostern stürzt um, was war, und rückt uns den Kopf zurecht. Auch jetzt, wo eine nicht enden wollende Pandemie so anstrengt. By the way, es ist ja schön, wenn ein Wissenschaftler vorgestern in den Nachrichten feststellt, dass die Menschen langsam müde sind von dieser Zeit. Aber was sollen eigentlich die sagen, die irgendwo in einem Flüchtlingslager sitzen, weil in ihrem Land Krieg ist? Was sollen sie sagen, wo auch dort Corona grassiert, aber das Wort Impfstoff in keinem Wörterbuch zu finden ist? Das meint Ostern. Wenn wir dieses Fest wirklich ernst nehmen, dann muss die sich verkehrende Welt auch die erreichen, die es einfach nicht aus eigener Kraft schaffen können. Das ist auch unser Job als österliche Menschen, den Lebenden immer neu Hoffnung zu geben, wo sie diese selber nicht mehr sehen können, egal wo sie sind. Nur bleibt die Frage, ob wir das auch so leben oder ob es nicht doch eher bei der Eiersuche und bei Osterfeuern bleibt.
Noch einmal, Ostern ist nichts anderes als die radikale Neuausrichtung des Lebens. Unsere Blickrichtung ist seit Ostern nicht länger der Blick ins Grab, sondern mindestens in den Himmel. Aber von dort her gedacht, noch besser der Blick zu den Menschen neben mir. Denn morgen hören wir, wie der Auferstandene den Menschen nahe kommt. Und sie merken es wieder nicht. Ostern heißt Augen auf und wach werden und nicht nur mit Häme anonym im Netz kommentieren. Amen. Lasst uns beten. Guter Gott, du schenkst uns durch die Auferstehung Jesu das Leben. Du verkehrst unsere Welt. Du richtest deine Schöpfung neu aus. Du wendest unseren Blick. Doch wird dein Geschenk heute von vielen nicht mehr verstanden? Wird diese Umkehr mit Angst gesehen? Wird der neue Weg gefürchtet? Und der andere Blick auf deine Welt und unser Leben nicht gewollt? Es ist doch alles gut. Es kann doch so bleiben. Es lief doch immer. Gib, dass wir ehrlich sind mit uns, mit deiner Kirche, mit unserem Umfeld. Gib, dass wir uns nicht wegducken, sondern der Wahrheit Raum geben, die Diskussion nicht scheuen und allem Hass und aller Häme widerstehen. Gib, dass wir durch Taten zeigen, was Ostern meint. Gib, dass wir durch Liebe sichtbar machen, wer du bist. Gib, dass wir immer neu offenlegen, wie frei uns Jesus an Ostern macht. Frei zu einem neuen Leben, aus dir, orientiert an ihm und bewegt von deinem Geist. Hilf uns zum Frieden und zur Gerechtigkeit. Wehre der Dummheit, stärke die Wahrheit und lass die Gerechtigkeit groß werden. So beten wir, wie uns Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geleite sie Gottes Segen in diesen Ostertag. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen Frieden. Amen. Wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen am Ostermontag zur nächsten Online-Andacht wieder. Bleiben Sie behütet und auf Wiedersehen.